Also ich bin ja kein Mensch, der sich über andere lustig macht oder über andere herzieht oder einen Freundeslatsch und Ratsches oder gar andere Leute als dumm bezeichnet. Aber manchmal kommt es echt aus mir heraus, weil ich was erlebe, was einfach nur dumm ist. Also da kann ich nicht innehalten, da kriege ich selber Gefühle. Und ich sag mal, so eine Story möchte ich heute mit dir teilen, weil das grenzt schon an sehr großer Dummheit. Ja, wer bin ich? Mein Name ist Christian vom Blog selbstschuld.com. Ich trainiere gerne an den Stellschrauben des Lebens, um mit wenig Einsatz viel zu erreichen. Und heute drehen wir mal so ein bisschen an der Stellschraube, so sollst du es nicht machen, nach dem Motto. Ja, Geschichte. Wir gehen in die Vergangenheit ca. 6 oder 7 Jahre zurück. Und ich war wieder mit einem klapprigen, rostigen Kia unterwegs. Und ab und zu braucht er auch mal Sprit, weil ja, ohne Sprit fährt ein Auto nicht. Und war an der Tankstelle, hab vollgetankt, bin in der Tankstelle, komme rein und vor mir ein Pärchen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, so ein Pärchen, so ein Prollo und eine Büppi, würde ich es nennen. Also sagt man hier in Sachsen-Anhalt. Prollo, das ist so ein Typ, der gute Muskeln hat, leicht braun gebrannt ist, ein Tattoo auf dem Arm, worüber er sich wahrscheinlich später in der Rentenzeit ärgern wird. Und auch gute Klamotten. Und die Püppi steht neben ihm. Die Aufgabe einer Püppi ist einfach daneben zu stehen und gut auszusehen. Also die läuft quasi immer nebenher, sagt nicht viel und ja, das war es auch schon. Und dann kommt es halt natürlich zu dem Moment, wo der Prollo und die Püppi zahlen müssen. Prollo zahlt natürlich. Und da fängt er sich an, so ein bisschen aufzuregen. Also die Spritpreise waren ja auch immer teurer und ja, also man hat schon gesehen, dass ihm das gar nicht gefiel. Und es ging sogar so weit, dass er dann die Tankstellenfrau persönlich angriff, so in diesem Motto, schämen Sie sich nicht, für so einen Abzockerverein zu arbeiten. Und natürlich wurde dann zum Schluss auch noch die Politik mit ins Boot genommen und sich auch darüber aufgeregt. Und also er war auf 180 und ich war eigentlich kurz davor, auch was zu sagen, weil so geht man auch mit einer Tankstellenkassiererin nicht um. Ja, okay, er hat dann gezahlt. Muss er ja, sonst kriegt er sein Benzin nicht, obwohl hat er ja eigentlich schon, aber sonst kriegt er Ärger. Und ich war dann dran und habe dann beobachtet, wie die Story weitergeht. Er geht natürlich raus und ja, ich habe nichts gegen BMW-Fahrer, im Gegenteil, ein guter Kumpel von mir, der hat auch einen alten BMW. Aber das war ein richtig alter BMW, so ein bisschen eckig noch und mit viel PS unter der Haube. Er steigt ein, die Püppi steigt ein, also die Püppi war so klein oder das Auto war so groß, dass sie ja gerade so mit dem Kopf, sag ich mal, rausgucken konnte und ja, dreht den Schlüssel um und das erste, was er macht, ich glaube 4 oder 5 Mal richtig durchtreten, also richtig so wumm, 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 also richtig so, dass er auffällt, weißt du, und dass quasi schon ein halber Liter Sprit aus dem Auspuff rauskommt und seine nächste Aktion war dann mit halb quietschenden Reifen loszufahren und nochmal einen halben Liter Sprit in den Auspuff, in Asphalt zu drücken. Und als er dann auf der Bundesstraße war, war der Fahrstil auf keinen Fall anders. Und da habe ich mir gedacht, wie doof kann man eigentlich sein, dass man sich über einen Sprit in der Tankstelle aufregt, doch die Tankstellen, Wärterin, sage ich mal, ganz schön niedermacht und dann aber ja, 1-2 Euro wahrscheinlich schon in den ersten Minuten in Asphalt drückt, die nicht notwendig gewesen wären, nur um vielleicht aufzufallen. Und das ist vielleicht auch so ein Learning, was du halt mitnehmen kannst. Wenn du dich über kleine Sachen aufregst, hinterfrage doch mal, was das Große dahinter ist. Weil manchmal basieren die kleinen Sachen sozusagen als Ergebnis von großen Dingen. Also wenn du dich zum Beispiel aufregst, dass du so viel Nebenkosten mit deiner Wohnung bezahlst, vielleicht hast du dann eine zu große Wohnung. Kann ja sein. Oder wenn du zum Beispiel auf einer Reise bist und hast dann 1.000 oder 2.000 Euro für den Flug und die Unterkunft bezahlt und regst dich dann auf, dass ein Eispool jetzt von einem Jahr zum anderen teurer geworden ist, ja, selbstschuld.com würde ich da sagen. Und ja, nimm das einfach mal als Gedanke mit, also den Prollo mit seiner Püppi, so als Beispiel, und dass er quasi sein Auto und sein Verhalten nicht mit dem angepasst hat, worüber er sich aufgeregt hat. Im Gegenteil, er hat noch andere Leute damit beeinflusst. Und das ist natürlich, also das nenne ich mal dummer Mensch, wenn ich das so sagen darf. Ich weiß nicht, ob du es auch so findest, kannst ja mal im Kommentar hinterlassen. Aber naja, okay, ich habe noch ein paar dumme Menschen auf Lager. Also es kommen noch einige Folgen und das war erstmal die Einsteigerfolge. Falls du also noch andere dumme Menschen kennenlernen möchtest und wissen möchtest, wie du es besser machen kannst, ja, dann abonniere mich einfach und ja, schau wieder rein. Ich verabschiede mich wie immer aus der Natur. Ich mache mal wieder einen Schwenk, damit die Lokalpatrioten vielleicht auch wissen, wo ich bin oder raten können. Und ja, ich freue mich, wenn du wieder reinscheißt. Also ich kriege das nicht raus, schon im letzten Video. Ich freue mich, wenn du wieder reinschaltest. Und ja, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und halte dich von Prollos und Püppis fern. Okay?
Mach's gut, dein Christian. Ciao.